Aus diesen Automaten in Japan bekommt man random Passbilder von echten Personen? Ich meine, wie zum Teufel sind sie da rangekommen? Ist das legal? Stellt euch mal vor, ihr zieht euch da selbst raus. Das wäre ultra creepy. Ich persönlich hoffe hier auf einen Big Hit, sowas wie er hier. Und was zum Teufel hat das Fragezeichen zu bedeuten? Dann versuchen wir mal unser Glück. Und da ist unser Passbild. Ihr dürft es zuerst sehen. Nani? Das ist so weird. Kennt ihr jemand? Teilt das Video auf jeden Fall, vielleicht finden wir sie ja. Und in der Zwischenzeit mache ich die mir in meinen Geldbeutel.